Hallo. Hi! Ja, ich lebe noch. Wer hätte es gedacht? Bin jetzt gerade seit 2 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus und meine Motoren fahren noch ein bisschen auf unter der Grasnarbe-Niveau. Boah, ich zitter. Was geht denn? Boah, wie sehe ich denn aus? Natürlich kann diese Zeit nicht spurlos an einem vorbeilaufen. Richtig krasse Augenringe, wie man hier schaut. Ein Pickel mitten auf der Nase, aber es wird schon besser. Viele von euch haben es wahrscheinlich mitbekommen über Instagram, Facebook und natürlich auch über die Leute, die fleißig mit Hashtags am Video Day und auf der Gamescom gepostet haben. Vielen Dank an euch. Gleichzeitig auch ein großes Entschuldigung. Sorry. Für die, die sich gefreut haben, mich eventuell treffen zu können, mit mir Fotos zu machen, zu singen, zu tanzen, zu essen, Spaß haben. War leider nicht in der Lage, für euch da zu sein. Das tut mir wirklich leid. Nächstes Jahr hole ich das nach, aber das klingt immer so total bescheuert. Bevor ich jetzt hier länger rumsülze, wollen einige von euch wahrscheinlich viel eher wissen. Krankenhaus, was ist da jetzt passiert? Barbarella habe ich mitbekommen, Julian Bam habe ich auch mitbekommen. Aber was ist denn wirklich passiert? So aus deiner Sicht, erzähl mal. Und bevor ich dies angehen werde, werde ich mich erstmal fertig machen, weil es ist unerträglich zu sehen, wie scheiße ich eigentlich aussehe. Schon besser. Oh, fuck. Yo, Krankenhaus. Ja, wie bin ich ins Krankenhaus gekommen? Die banale Ursache war eigentlich nur ein einfacher Kopfschmerz. Dieser Kopfschmerz jedoch plagt mich schon seit in etwa 2 Jahren und taucht ab und an mal wieder auf, wenn so ein gewisser Stresspegel erreicht ist, ob es nun körperlicher Stress ist oder psychischer Stress. Das ist auch nichts Migräneartiges, sondern halt so ein schlagartiger Schmerz, der einfach auftritt, wenn halt so viel Stress da ist. Und es fühlt sich an, als wäre es wie so ein Dolchstich, ja, ins Hirn rein, wie so ein pochender Muskel, der einmal so und dann fängt halt an zu arbeiten. Und das für einen Zeitraum von 20 bis 30 Sekunden und zwar so intensiv, dass mir schwarz vor Augen wird und das Bild sich so langsam durch Flimmern wieder aufbaut. Und ich habe das extremst vernachlässigt, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe immer gedacht, werde irgendwie mit meiner positiven Energie, die ich ja besitze, das wegarbeiten können. Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel eine Erkältung oder so einfange, arbeite ich einfach weiter. Ich denke positiv, trinke viel Wasser, vielleicht so einen Ingwertee oder so. Am nächsten Tag ist die Erkältung weg, egal ob Schnupfen, Halsschmerzen. Es dauert bei mir nicht länger als ein Dreivierteltag. Mit dieser Einstellung bin ich auch dort rangegangen. Doch letzte Woche, beziehungsweise vor 1,5 Wochen, kam dieser Schmerz wieder und zwar sehr stark, sehr intensiv. Ich hatte gerade wieder gearbeitet, viel nachgedacht, körperliche Arbeit, alles war sehr anstrengend und auf einmal ist mein Hirn ausgegangen. Ja, klingt ein bisschen krass. Bin weggekippt und nachdem ich dann wieder zu mir gekommen war, habe ich mir gedacht, nee, das kann so nicht weitergehen. Ich muss zum Arzt. Barbie und ich sind dann zum Arzt gefahren. Ich habe denen die Situation geschildert. Ich habe denen all das erzählt, was ich mache, dass ich ab und an wirklich Tage dabei habe, wo ich 20 Stunden am Stück arbeite, wenig schlafe, einfach um alles fertig zu bekommen. Und halt nebenbei, wenn ich dann schlafe, auch nicht in der Lage bin, einen angenehmen, tiefen Schlaf zu haben, weil ich da immer noch weiter arbeite. Mir bei der Körper, der ist einfach in dieser Routine drin. Ich möchte all diese Dinge, die ich mir jetzt gerade vornehme, einfach schaffen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mich übernommen. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass es solch einen Zwischenfall geben könnte, weil ich einfach immer zu positiv gedacht habe. Hab denen aber auch gleich gesagt, Leute, wir können hier nicht zu lange, weil Gamescom, Video Day, ich muss dahin. Guckt die Ärzte mich an? Wohl kaum. Da kam schon die Schwester ums Eck mit einer schönen Spritze in der Hand. Hat Blut abgenommen bei mir. Ich hasse Spritzen. Ihr kennt es wahrscheinlich selbst, aber sobald ich eine Spritze sehe, ist bei mir schon so. Sofort Blut abgenommen und den ersten EKG-Test gemacht. Naja, und mit dem Argument, dass ich euch gerne auf dem Videoday sehen würde, bin ich leider nicht durchgekommen. Die haben mich glatt einkassiert und direkt gesagt, mit Verdacht auf Epilepsie würden sie mich gerne für ein paar Nächte dort behalten. Bisschen Kackstift in der Hose, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, damit ist nun mal nicht zu spaßen. Ich habe mit etlichen Ärzten mich über diese Thematik unterhalten können, besonders Neurologen. Die haben, nachdem sie diese ganzen Tests durchgeführt haben, und das war wirklich so eine Monsterliste, ob es jetzt ein EKG, Langzeit-EKG, EEG, Stresstests mit EEG, Herzecho, Lumbalpunktion, boah, die Lumbalpunktion, Killer im negativen Sinne, denn es hat mich wirklich lahmgelegt. Während ihr auf dem Videoday wart, habe ich im Bett gelegen und konnte mich gar nicht bewegen. Denn diese Lumbalpunktion, ich hatte das bei Barbie im Video schon gesagt, das ist wirklich so eine Spritze, die so lang ist, wurde dann hinten an meinem Rücken, irgendwo zwischen den Wirbeln,
eingeführt. Deswegen musste ich mich auch nach vorne beugen, so einen runden Rücken machen, so ein Kissen umarmen noch, damit die Wirbel noch weiter auseinander gespreizt werden. Und wurde diese lange Nadel reingeschoben. Und durch diese Hohlnadel waren die halt in der Lage, die Flüssigkeit, die sich im Rückenmark befindet, auch genannt das Hirnwasser, weil es im Hirn produziert wird und dann irgendwo hinten im Rückenmark runterläuft, ablaufen zu lassen, weil die halt checken wollten, ob es irgendwelche Schäden, Bakterien oder sonst wie noch in meinem Hirn gibt. Es sollte ein gewisser Kurzerholungsurlaub für mich sein, was leider flach gefallen ist, denn linke Seite schnarchend, rechte Seite bis 4 Uhr in etwa fernsehschauend, den Gang runter, war eine Person, die ganze Zeit um Hilfe gerufen hat, wo ich bin dann zu den Schwestern gegangen und so, hey, wollt ihr dem nicht mal helfen? Sagen sie so, nee, der vergisst jedes Mal, nachdem er Hilfe sagt, es ihm eigentlich schon geholfen wurde und dann fängt er wieder an. Auf der anderen Seite ein Mädel, die ganze Zeit im Bett aufrecht gesessen hat, nach oben gegriffen hat und nach Jesus gerufen hat. Einerseits war es so schlimm, sich das mit anzuhören. Andererseits kann man wirklich glücklich sein, dass es einem selbst doch so gut geht. Obwohl es zu dem Zeitpunkt auch so, naja, war bei mir. Ich habe natürlich inzwischen alle Testresultate erhalten und ich kann mit freudiger Nachricht an euch weiterleiten, dass eigentlich alle Tests positiv ausgefallen sind. Die haben gesagt, meine Blutwerte sind nahezu perfekt. Alle Herztests sind perfekt verlaufen. Im Gehirn ist an sich alles gut gelaufen. Ein Test hat, ich weiß nicht, woran es lag, ob es jetzt wegen des Stresstests war, wo ich halt die ganze Nacht nicht schlafen durfte und bin am nächsten Morgen direkt mit Schlafpille rein, eingeschlafen, komplett zerstörten Zustand, wurde mir so ein EEG mit diesen ganzen Elektroden, die an meinem Kopf angebunden wurden, um halt die Hirnströme zu messen. Da wurde halt ersichtlich, dass an meiner linken Gehirnhälfte irgendwas nicht ganz stimmt, was aber nicht als äußerst schädlich oder sowas definiert werden konnte. Man hat einfach nur gesehen, da sind so minimale Blockaden. Ich habe daraufhin natürlich auch mit dem Oberarzt gesprochen und er meinte, dass es ein psychosomatisches Problem ist, dass die Folge von zu wenig Schlaf bzw. unregelmäßigem Schlaf und unregelmäßiger Ernährung sein kann. Am Ende hat der Arzt sogar noch zu mir gesagt, wenn sie nicht in solch einer körperlich sportlichen Verfassung wären, dann hätte dieser Schlag auch anders aussehen können. Dementsprechend bin ich sehr dankbar dafür, dass es nicht so weit gekommen ist, dass ich jetzt noch in der Lage bin, mit euch zu reden, dass ich in Anführungsstrichen nur eine gewisse Ruhephase brauche, um mich wieder zu regenerieren, um dann für euch wieder 200% zu geben. So, bevor ich euch jetzt noch mehr Salamis ins Gesicht rede, kommen wir zum Endfazit. Leute, natürlich sollt ihr Träume haben und natürlich sollt ihr die auch so weitgehend verfolgen und mit eurer Energie und Motivation füttern, dass ihr das irgendwie erreicht. Seid nicht verängstigt, seid selbstbewusst, findet euch und eure Stärken und nutzt es aus. Versucht es auszuprägen und seid stolz auf das, was ihr habt und arbeitet mit den Problemen, die euch umgeben und werdet dadurch noch stärker. Aber an allererster Stelle denkt bitte an euch selbst und an eure Gesundheit. Denn wenn ihr keinen gesunden Körper habt, dann könnt ihr euer Ziel auch definitiv nicht erreichen. Vielleicht doch, aber dann nicht lange genießen. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe, die möchte ich gerne an euch weitergeben. Und ich bin schon wieder voller Motivation, aber ich weiß. Danke nochmal an euch für all die lieben Worte, die ihr mir geschrieben habt, für all die Gesundheitswünsche und vor allen Dingen für die Geduld, die ihr mitgebracht habt, dass ihr so lange auf mich warten könnt. Und ich werde mein Allerbestes geben, dass ich bald wieder voll für euch da bin. Passt auch auf euch auf. Ja, ich werde euch die ganze Zeit jetzt noch mitnehmen, damit ihr sehen werdet, wie sich das bei mir entwickelt. Und wir sehen uns morgen.